Novi Sad, eine Provinzstadt in Serbien, etwa 80 Kilometer nördlich von Belgrad. Novi Sad, 200.000 Einwohner, 70.000 Flüchtlinge. Der jugoslawische Bürgerkrieg war nicht weit entfernt. Die Stadt ist Provinz, ein langweiliger, kein gemütlicher Ort. Es passiert nicht viel. Novi Sad, eine schläfrige Ansiedlung von Menschen verschiedenster Nationen. Vor dem Zweiten Weltkrieg mehr als heute. Kann jemand sein ganzes Leben in Novi Sad verbringen, ohne schwermütig zu werden? Kann Novi Sad ein literarischer Ort sein, wie das Dublin von Joyce oder Kafkas Prag? Die sumpfige Stadt an der Donau ist das Zentrum des Denkens, des Lebens von Alexander Tischmer. Er hat Novi Sad immer wieder durchwandert, er hat es immer wieder beschrieben. Der Dichter Tischmer hat hier sein Leben verbracht. Novi Sad ist sein Universum. Der Merkurpalast ist sicher das bedeutendste Gebäude in Novi Sad. Nicht das höchste, denn er wird überragt von den steilen Gletschern der Hochhäuser und den gedrungenen Hügelketten der Wohnblocks. Dennoch, mit seiner abgerundeten Ecke, die in den Hauptplatz ragt wie der Bug eines Ozeandampfers, mit der Fassade, die sich längs dem breiten und geraden alten Boulevard zur imposanten Höhe von 4 Stockwerken erhebt, mit der etwas zurückversetzten, einem Schiffsdeck ähnlichen Fassade, drängt sich der Merkurpalast der Stadt als unumstrittener Mittelpunkt auf. Die ersten Sätze aus Das Buch Lamm. Tischmer lebt im Merkurpalast, zusammen mit seiner Frau Sonja. Er wurde 1924 geboren, in Horgosch, an der Grenze zu Ungarn. Er ist Serbe, Jude, Jugoslawe, Europäer. Er spricht mehrere Sprachen. Er ist ein melancholischer Einzelgänger. Novi Sad ist sein Schicksal. Er hat sich damit abgefunden. Nach meiner Meinung eine sehr gewöhnliche, ordinäre und unangenehme Stadt. Ich lebte jetzt in Frankreich 2,5 Jahre, nicht wahr? Als alter Mensch. Ich hatte fast 70, als ich dahin kam. Und nicht einmal habe ich auf Novi Sad gedacht, oder geträumt. Man sagt, man träumt, nicht wahr? Nie habe ich geträumt, dass ich nicht in Novi Sad bin. Nicht unangenehm und nicht angenehm, also einfach. Das ging mir aus dem Kopf. Das existierte nicht. Also ich könnte mich sehr, sehr leicht davon ablösen, aber es wurde nicht erlaubt. Wie ist die Mentalität der Leute von Novi Sad? Sie essen ein bisschen mehr, als es nötig ist. Ihre geistigen Beschäftigungen sind bescheiden. Also sie gehen nicht weit hin, nicht wahr? Bis zum Wohlsein, bis zu einem gewissen Lebensstandard. Sie gehen gerne spazieren, sie gehen gerne zur Donau baden, eine so bürgerliche Schicht. Und das ist ungefähr alles. Ich kenne hier in der Stadt so persönlich nur einige Dutzend Leute, denen ich guten Tag sage. Die anderen nein. Meine Frau, die nicht von Novi Sad ist, sie kennt Hunderte und Hunderte. Nicht wahr? Und wenn wir zusammengehen, dann sagt sie jeden dritten guten Tag, guten Tag. Und ich schweige. Und manchmal fragt sich, warum hast du ihn nicht begrüßt? Ja, weil wenn ich ihn heute begrüße, dann muss ich morgen hinschauen, ob ich ihn sehe und ob er dasselbe ist wie gestern. Also das mache ich nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Die Leute interessieren mich nur als Material, als Stoff, als Figuren, die ich beschreiben könnte. Novi Sad ist schlimm, sagt er, aber nicht wegen Novi Sad, sondern wegen mir. Ich bin der Unzufriedene. Sein Freund, der Universitätsprofessor Tomislav Bekic, kennt ihn gut. Ich als Leser seiner Werke, und ich habe praktisch alles von Tischmer gelesen, erkenne praktisch jeden Teil von Novi Sad. So genau, so realistisch schildert er die ganze Situation, die Atmosphäre, in der sich die Handlung seiner Erzählung spielt. Damit will ich nicht sagen, dass Tischmer, ich muss jetzt einen Ausdruck gebrauchen, der heute vielleicht verpönt ist und falsch verstanden werden kann. Er ist kein Regionalerzähler, in dem Sinne, dass er Novi Sad, also die Stadt Novi Sad, Umgebung oder diese Landschaft genauestens reproduzieren will. Sondern diese Landschaft ist bei ihm immer ein Ausgangspunkt für eine eigenartige Geschichte, die allmählich dann eine universale Bedeutung bekommt. Die ehemalige Judengasse. Die Besitzer der Häuser sind für immer verschwunden und mit ihnen ihre Geschichte. Tischmer erzählt im Buch Blamm von den Menschen der Judengasse. Was die Häuser nicht bewahren, müssen die Bücher tun.
Im ersten Stock der Nummer 6 befand sich die Anwaltskanzlei von Dr. Sándor Vertes. Vertes war Morphinist, seine Frau lungenkrank. Kinder hatten sie nicht. Anstelle eines Namensvetters als Kommunist verdächtigt, wurde Vertes 2 Tage lang von der Polizei gefoltert und verhört, bis sich der Irrtum aufklärte. Kaum nach Hause entlassen, tötete er sich und seine Frau mit Gas. In Nummer 13 befand sich das Kolonialwaren- und Delikatessengeschäft von Arthur Spitzer. Spitzer war Amateurfußballer, verkehrte mit Nichtjuden, heiratete eine Ungarin und ließ sich noch vor dem Krieg taufen, so dass er der Verfolgung entging. In Nummer 8 lebte Elsa Baumann, die schielende Witwe eines Geometers, der jung an einer aus dem Ersten Weltkrieg stammenden Nervenentzündung gestorben war und nähte Mieder- und Badeanzüge. Sie hatte einen einzigen Sohn, der die technische Mittelschule besuchte, mager, bebrillt, mit ständig rissigen, dicken Lippen. Beide wurden bei der Razzia 1942 umgebracht. Häuser machen mich an Leute denken. Ich gehe vorbei, ich denke, hier war der und der, den ich kannte. Und jetzt ist er nicht mehr. Und dann erinnere ich mich, warum und wie. Nicht wahr, ist er gestorben oder ist er gefallen oder so etwas. Und also die Gebäude selbst machen mich nicht, wecken nicht in mir eine Erinnerung. Nein, das könnte ich nicht sagen. Aber ich sage Ihnen, diese Tatsache der Verlust, diese Tatsache des Verschwindens, das hat mich dazu gebracht, darüber zu schreiben. Wenn kein Krieg ist oder so, nicht wahr, wenn es nicht zu diesen massenhaften Morden kommt, dann hätte ich wahrscheinlich nie über diese Judengasse geschrieben. April 1941. Der Krieg in Gestalt der deutschen Wehrmacht und der ungarischen Faschisten suchte Novi Sad heim. Die Stadt wurde besetzt und ethnisch gesäubert, nur nannte man das damals noch nicht so. Die Besatzer machten Hatz auf Serben, Juden und Kommunisten. Die Juden trieb man in der Synagoge zusammen. Sie mussten 4 Tage auf den Abtransport nach Auschwitz warten. Tischma in das Buch Blam. Die Juden verharrten geduldig im Innern des Tempels. Ein Störfaktor in dieser ansonsten einträchtigen Wartezeit kam nicht aus der Menschen-, sondern aus der Tierwelt in Gestalt von Hunden, die zusammen mit den Deportierten vor der Synagoge eintrafen und da weder ihre Besitzer noch die Wächter sie durch das Tor ließen, auf der Straße zurückblieben. Die Hunde blieben, trotz des Anschreiens und der Schläge, beharrlich auf den Gehwegen um die Synagoge, hockten in von ihrer Angst diktiertem Abstand an einer Hauswand oder spazierten auf und ab, beobachteten das Tor, hinter dem ihre Besitzer verschwunden waren, spitzten die Ohren und reckten den Hals bei jedem Geräusch. Als im Morgengrauen des 4. Tages die Kolonne vor der Synagoge antrat, stürmten sie herbei und bald war die Judengasse von fröhlichem Gebell und einschmeichelndem Winseln erfüllt. Während der Wartezeit vor dem Verladen auf dem Bahnhof hatten die Hunde noch einen schönen Augenblick. Sie stießen ihre Schnauzen gegen die Körper ihrer Herren und bekamen ein paar aufgesparte Happen. Dann blieben sie allein. Januar 42. In 3 Tagen wurden von den ungarischen Faschisten 1400 Menschen hingerichtet. Man trieb die Opfer zur Badeanstalt an der Donau. Ein lebendes Fließband, schreibt Tischma im Buch Blam. Einmal gut auf Beinen, das sich allmählich dem Mühlstein nähert. Wieder hörte man Schüsse und Maschinengewehr knattern. Die Kolonne rückte noch ein Stück voran. Die Kälte drang ihnen durch Mark und Bein. Die Soldaten stampften im festgetretenen Schnee, gingen hin und her. Aber die Menschen in der Kolonne durften nur stehen und gelegentlich ein paar Schritte aufrücken, wenn die Abstände vor ihnen größer wurden. Von Zeit zu Zeit spie das Maschinengewehr dort vorn, aber immer näher, immer deutlicher, immer schärfer seine hastigen Garben aus. Oder es fiel ein vereinzelter Flintenschuss. Und danach vergingen Minuten, in denen man nur das Raunen der Menge hörte, hier und da vom Weinen eines Kindes unterbrochen, das die erschöpfte Mutter einer anderen in die Arme legte. Die Menschen in der Kolonne blickten sich mit angstvollen Augen an, fragten sich, ob das denn möglich sei, was sie dort erwartete. Dann müssten sie in eine Kabine gehen und sich auskleiden, obwohl es schrecklicher Winter war. Es war ein sehr, sehr scharfer Winter, 25 unter Null. Ich war hier so, ich erinnere mich.
Und alle mussten sich auskleiden, Weiber, Kinder, Männer, alle, alles hinterlassen. Und dann, so in Unterwäsche oder nackt, gingen sie zum Wasser. Das Wasser war gefroren. Oben war ein Stück Eis, die ganze Donau war ein Stück Eis. Aber man hatte ein Loch darin gebohrt und eine Trampoline gesetzt, sodass sie jeder ging auf diese Trampoline, dann schoss man auf ihn und dann drückte man ihn unter das Eis. So ging er unter dem Eis weg. Am nächsten Morgen gingen wir hinaus, man musste einkaufen, diese drei Tage konnte man nicht einmal einkaufen, alles war geschlossen, man musste die Fenster schließen und die Jalousien hinunterlassen, die Tore mussten geschlossen sein, aber nicht, es kommt der Tag, alles öffnet sich, man geht hinaus, man kauft ein, in den Straßen waren noch einige Leichen, sonst hat man sich fortgetragen mit Lastwagen. Aber Blut hat man gesehen in den Straßen, auf dem Schnee. Der Schnee ist so, wissen Sie. Und man konnte auch Wänden der Gebäude dieses Blut sehen, wie das herausgespritzt hat aus dem Körper. Und was kann man machen? Die Leichen waren verschwunden, also begraben konnte man niemanden. Einfach musste man weiterleben. Wie kommen Sie in die Täterperspektive rein? Wie können Sie so denken wie jemand, der... Ja, schauen Sie, ich kannte ja solche Leute. Es gab Leute, die mit denen in die Schule gingen und so. Und sie wurden aggressiv, sie wurden kämpferisch und alles. Sie gingen zur Polizei arbeiten. Also wo waren sie bereit auch zu foltern? Und manche folterten, was ich auch wusste. Also, ich wollte verstehen, wie das kommt, wie das dazu kommt. Und wir haben ja, ich wenigstens habe so viel des Schlechtes auch in mir. Also ich kann das irgendwie vorstellen, weil wie man sagen wir in der Wut eine Katze schlägt oder einen Hund oder den man sonst nicht schlagen möchte, nicht wahr? So ist es auch mit den. Ich stelle mir vor, dass es auch so mit den Menschen ist. Vor dem Einmarsch der Nazis waren es nur Menschen aus Novi Sad. Danach waren sie Ungarn, Serben, Juden, Kroaten, Bosnier. Der Schulfreund wurde ein Mörder, der Nachbar ein Opfer. Einer wurde Denunziant, der andere Partisan. Wie kann das geschehen, fragt Tischmar. Es wird immer wieder passieren, das ist seine Antwort. Tischmar ist Pessimist. Als solcher muss er nicht anklagen, keine Partei ergreifen, alles spricht für sich. Der fragende Blick des kleinen Alexander. Der Vater ein Serbe. Die Mutter ungarische Jüdin. Tischmar als Fünfjähriger. Der junge Mann trifft einen Freund. Diese Freundschaft besteht seit 60 Jahren. Ganz auf einmal öffnet er sich vollkommen an mich. Und sagte so etwas Vertrautes, was ein gewöhnlicher Mensch nicht seinem intimsten Freunde sagen kann. Aber Tischmar ist nicht ein gewöhnlicher Mensch. Er arbeitet zunächst als Zeitungsjournalist. Die literarischen Anfänge sind schwer. Ich hatte zu viele Ideen, ich hatte zu viele Standpunkte. Und ich wusste nicht, woher die Sachen anzufassen. Ich musste in mich finden irgendwie, wer ich bin, hier in diesem Novi Sad, nicht wahr, der ich mich hier nicht wohlfühle, der ich fort wollte und nicht konnte und so weiter. Man muss das irgendwie finden, einen Punkt. Man kann nicht einfach anfangen zu schreiben. Nicht? Ich hatte die Gelegenheit, 3 oder 4 oder 5, weiß nicht, seine Bücher in Handschrift zu lesen. Und er bat mich, nicht nur mich, um zu sehen oder zu sagen, was meinst du?
Er ist sehr, sehr kritisch, wissen Sie. Erst später, ja, als er sicher war, als er auf eigenen Füßen stand, da schrieb er, ohne zu fragen. Spaziergang mit Ehefrau Sonja. Zu Hause schreibt er nicht. Dort fehle ihm die Ruhe, sagt er. Eigentlich schreibe er überhaupt nicht mehr. 10 Bücher sind seit 1956 von ihm erschienen, darunter 4 auf Deutsch. Die Schule der Gottlosigkeit, Der Gebrauch des Menschen, das Buch Blam und Neu, die wir lieben. Herr Tischmann, das ist ein großer und schöner Buchladen. Ich wundere mich, dass ich keine Bücher von Ihnen finde. Ja, also ich bin schon ein bisschen außer der Mode. Mein letztes Buch erschien in Sarajevo 1991. Welche Bücher liest Ihr Mann so? Wie oft liest er? Sex. Promis. Nicht übersetzen. Ist Historie. Historie, Geschichte. Politik. Politik. Belletristik. Liest er viel? Da li čita mnogo. Samo čita ceo život. Ganses lebus. Ne vidi. Imam frizuru, nemam frizuru. Novu haljinu, ne vidi ništa. Obzijali naje frizuru, to je najskled. Samo čita. Nur lesen, ja. To čita 5 knjiga na 5 jezika. 5 Bücher auf einmal, sada verschieden. Wie lange sind Sie verheiratet? Koliko smo už u braku? 44 godine. 44. Seit 44? 44 Jahre. Ja. Nein, 44 Jahre. Tischmann und die Frauen. Ha! Ja. Es gibt zwei Hauptthemen bei ihm. Das sind die Frauen. Das ist der Krieg. Die wir lieben ist sein letzter Roman. Geschrieben 1991. Thema die Prostituierten von Novi Sad. Hier spielte sich alles ab, in diesen Hinterhöfen. Es ist ein Mittag im Mai. Wärme umfängt den Hof im Haus über dem Brunnen und verwandelt ihn in einen Krater, der von diffusem Lichtstimmengewirr, Kindergerenne, Essensgerüchen überquillt. Die Türen der Einzimmerwohnungen sind weit geöffnet. Überall sieht man Frauen in Schürzen, das Haar an den Schläfen verklebt, einen Kochlöffel oder Putzlappen in der Hand. Ich bewundere die Frauen sehr. Und ich bin sehr glücklich, wenn es mir gelingt, etwas aus der Frauensicht zu bekommen, weil das ist ein bisschen schwer. Das ist ein bisschen schwer. Aber wenn man viel mit ihnen ist, und ich bin so viel wie möglich mit ihnen, weil sie sind schrecklich interessant und anziehend, also dann manchmal erfährt man etwas, wissen Sie, von dem Leben, was sie führen, wie sie denken, wie sie uns anschauen. Das ist das Wichtige, nicht wahr? In einem Buch nämlich. Wie sie die Männer anschauen. Das erfahren wir nie so. Sobald sie den Gast in das mit Teppichen, Kissen und Gobelins weich gepolsterte eheliche Schlafzimmer eingelassen hat, schließt sie die Tür ab. Sobald sie spürt, dass seine Leidenschaft erwacht, zieht sie hastig das dunkle Kleid aus und lässt sich auf das Bett fallen. Der Gast, der sich auf sie legt, erfährt die Erfüllung seines Wunsches, aber der Reiz verfliegt. Mit der Bewunderung für Veras schlanken und dennoch vollen Körper, in den er eindringt, erfährt er, dass dieser Körper kalt und berechnend ist. Nach der Umarmung stehen sie auf, die zwei Geschäftspartner. Alle sind enttäuscht, aber alle kommen wieder. Das ist Veras bittere geschäftliche Erfahrung. Tishma geht jeden Tag in die Serbische Akademie der Wissenschaft und Künste. Er ist seit 1979 Mitglied. Sie ist sein Arbeitsplatz. Früher, vor 60 Jahren, war das Akademiegebäude seine Schule. Die Konstanz in seinem Leben erschreckt ihn manchmal selbst. Das ist ein Paradox, das ist ein bisschen lächerlich. Ich wollte immer fort von hier. Es gefiel mir hier nicht in Novi Sad. Und viele von meinen Bekannten und Freunden, die überhaupt nicht fort wollten, sind jetzt in der Welt. Wie haben Sie gelebt und gearbeitet unter dem Kommunismus hier? Ich habe mich wirklich angepasst. Ich könnte das in vielen Details erörtern, wie das alles ging. Da gab es Schwierigkeiten, da gab es Ärger, da gab es alles. Aber im Grunde genommen
habe ich mich angepasst. Ich habe eine solche Maske angenommen von einem so unpolitischen, der einfach mitarbeitet, mitwirkt, ohne Enthusiasmus, aber auch ohne sagen wir, Aufruhr oder so etwas oder ohne Revolt, nicht wahr? Ich war kein Dissident. Also die Dissidenten sind jene, die zeigen wollten und tätig zeigten, nicht wahr, dass sie nicht einverstanden sind, dass sie es anders wollen. Und sie hatten dann eine ganz andere Rolle. Ich hatte diese Rolle nicht. Bedauern Sie, dass Sie die Rolle nicht hatten? Absolut nicht. Absolut nicht. Ich bin nicht aber sicher, dass sie dabei viel, sagen wir, für sich, für ihre Literatur getan haben. Und ich war nur für meine Literatur interessiert. Also ich war ein absolut egozentrischer und egoistischer Mann und Schriftsteller und Dichter, der sich darum kümmerte, so gut wie möglich das zu schreiben, was er kann. Nichts mehr. Ich wollte mich absolut nicht um das Wohl der Massen kümmern. Ich habe die Massen sehr gut erkannt während dem Krieg und während dem Kommunismus und so. Und absolut würde ich einen Finger nicht opfern für diese Massen. Also das war mir immer klar. Bei dir schmeißt es so. Der Mensch ist an sich böse. Nicht die Zeitumstände, nicht die gesellschaftlichen Umstände sind die Voraussetzung dafür, dass der Mensch böse ist, sondern in der Natur des Menschen gibt es etwas, das eigentlich von Natur aus gegeben ist und es hängt jetzt von irgendeiner Situation ab, ob dieses Böse zum Durchbruch kommt. Er ging nach Hause. Durch leere, eisige Straßen, vorbei an vereinzelten Passanten, Liebes- oder Ehepaaren, die ihrer verdienten Ruhe entgegenstrebten. Die Stadtbewohner versammelten sich in ihren Häusern. Dort, hinter den Mauern, den verdunkelten Fenstern, schliefen sie friedlich. Und Lenard hatte das Gefühl, dass niemand diese Ruhe stören könnte. Kein Wille zur Veränderung, kein Krieg, kein Mord. Er hatte die böse Ahnung, dass die Städte das Morden überleben würden. Dass, wie viele Einwohner auch immer durch Genickschuss getötet wurden, stets noch genug Lebende übrig bleiben würden, um sich morgen, wenn die blutige und mühsame Arbeit der Soldaten beendet war, wieder in diesen Häusern breit zu machen, zu schlafen, zu heizen, zu kochen. Er verspürte den heftigen Drang zu töten. Wer schießt auf wen und warum? Sarajevo 1994 oder Novi Sad 42. Die Bilder sind immer gleich. Aus Schuld wird Rache, aus Rache wieder Schuld. Das ist Tishmas ewiger Kreis des Irrsinns. Der Bürgerkrieg vor der Haustür kann Tishma nicht empören, weil er das immer schon gewusst hat, weil er immer schon darüber geschrieben hat. Tishma ist meines Wissens unter unseren Schriftstellern derjenige, der als erster diese Kriegsthematik auf eine ganz neue Weise bearbeitet hat. Mit Tishma setzt da, und das durften vor allem unsere Literaturkritiker herausarbeiten und sollten das auch tun, er scheint wohl der Erste zu sein, der den Krieg nicht mehr als Thema erlebt, das genauestens so nach dem Prinzip Schwarz-Weiß und so weiter bearbeitet wird, sondern der Krieg als Ereignis, konkretes Ereignis, interessiert ihn ja nicht mehr, sondern die Folgen des Krieges. Am dritten Tag hielten wir an. Die Waggontüren wurden geöffnet, man schrie, los, los. Draußen war grelles Tageslicht und scharfe, frische Luft. Ein hoher Stacheldrahtzaun tauchte auf und dahinter hunderte von Gestalten, wie ich sie nie im Leben gesehen hatte, abgemagert, grau. Nein, die KZs des jugoslawischen Bürgerkriegs hat Tishma nicht beschrieben, sondern die des letzten Krieges. Es gibt keine Lösung und keine Gerechtigkeit bei Tishma. Das Opfer wartet darauf, Täter werden zu dürfen. Ich glaube, dieses Tragische bei Tishma ist womöglich das, was jetzt die Leser anzieht. Allmählich kommt es dazu, dass man nicht nur von Zeitungsberichten aus
Mal erfahren wir, was da unten geschieht. Hier haben wir einen Dichter, der ja längst schon praktisch Dinge gesagt hat, die Fakten sind und die sich nicht nur auf den Serben oder auf den Kroaten oder Muslimen oder was weiß ich, sondern auf den Menschen schlechthin bedingen. Fahrt nach Wien zur Verleihung des österreichischen Staatspreises für europäische Literatur. Rushdie, Peter Nadasch, Milan Kundera, Dürrenmatt hießen unter anderem seine Vorgänger. Waren Sie erschrocken, dass all die Bilder wiederkehrten, die Sie schon geschrieben haben und die eigentlich in die andere Zeit gehörten? Ja, aber nicht wegen dem Wiederkehr, nicht wegen der Wiederkehr. Weil ich war nie in dieser Illusion, dass es vorbei ist mit diesen, wissen Sie, ja, das sind diese Naivitäten, nicht, die ich muss sagen, das ist für meine Person. Das sind Naivitäten, wenn man sagte zum Beispiel, wird man überhaupt nach Auschwitz schreiben oder Gedichte schreiben? Die Geschichte der Brutalitäten ist hat kein Ende. Das geht immer weiter und weiter. Und das ist keine Wiederkehr. Das ist einfach dasselbe. Das ist derselbe Mensch, wissen Sie. Und schon jetzt sehe ich und höre bei diesen Gesprächen heute, hier in Jugoslawien meine ich, also bei mir, höre ich in diesen Gesprächen schon den Keim jener neuen Kriege. Weil sie sind unzufrieden. Also jene sind unzufrieden, denen es etwas geschehen ist, die etwas verloren haben, freilich, die vielleicht einen Verwandten oder Sohn oder verloren haben. Oder die anderen, die etwas erobert wollten und es ist nicht gelungen. Oder die Dritten, die unzufrieden sind mit dem Bild, das man von Serben oder Serbien macht. Ich bin kein Kämpfer. Ich bin kein Kämpfer. Also deswegen bin ich Fatalist. Meine Taktik ist, sich anzupassen den Gelegenheiten und versuchen, in den schlimmsten Gelegenheiten einen Ausweg zu finden. Also nicht kämpfen, sondern Ausweg finden. Also von dieser Seite bin ich Fatalist, Realist. Ich glaube, ich bin Realist, ja. Ich versuche wenigstens immer hinter den Sachen die Wahrheit zu sehen. In diesem Sinne bin ich wieder Realist. Alexander Tijma hat aus dem pannonischen Provinzstädtchen Novi Sad eine Hauptstadt der Literatur gemacht, eine literarische Weltstadt unseres Jahrhunderts. Novi Sad ist das Zentrum aller Schrecken unserer Welt. Ich möchte mit einem Satz schließen, der auch von Ihnen stammt. Sie sagen, ich finde den Krieg unannehmbar, denn eigentlich finde ich das Leben sehr schön. Ich gratuliere Ihnen und danke.